Ja, wir haben einen großen, einen wunderbaren Gott. Es ist so schön, dass wir jetzt eben gerade zusammen Lobpreis haben konnten, dass wir ihm die Ehre geben konnten, ihm sagen konnten, was er uns bedeutet. Und dieser wunderbare, dieser große Gott, der hat sich entschieden. Der hat eine Entscheidung getroffen, eine starke Entscheidung. Er hat gesagt, ich habe dich lieb. Er sagt zu dir ganz persönlich, ich habe dich lieb. Wir finden das in Jeremia. Da sagt er das seinem Volk. Da sagt er in Jeremia 31, Vers 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Und das, was Gott dort zu Israel gesagt hat, zu seinem Volk, das sagt er auch zu dir ganz persönlich. Er sagt dir, ich habe dich lieb. Ich bin überzeugt davon, das hast du schon gehört. Das hast du schon oft gehört. Aber wenn ich mich anschaue, muss ich das immer wieder neu hören. Immer wieder neu begreifen, dass dieser Gott sich für mich entschieden hat, dass dieser Gott zu mir sagt, Harald, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, ich hab mich für dich entschieden und du bist mir wichtig. Ja, das geht bei mir nicht so einfach rein. Das ist immer wieder, dass ich das hören muss, weil ich begreife das so langsam. Es kann ja sein, dass ihr da anders seid, aber ich begreife das ganz langsam. Ich gucke immer wieder auf mich und denke, naja, da gibt's so das eine oder das andere. Ich glaube, das kann nicht sein, dass dieser Gott mich lieb hat. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, gerade hier in Jeremia, da muss Gott Israel das sagen, weil Israel aufgrund dem, was sie immer wieder getan haben, weggegangen ist von ihm. Sie haben andere Wege gewählt und Gott muss ihnen sagen, hey, ich möchte euch wieder zurückführen, weil ich euch lieb habe. Ich möchte, dass ihr zu mir zurückkommt. Genau, und das sagt er uns auch. Gott sieht dich. Das ist das, was wir in der Jahreslosung mit uns nehmen. Wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, am Anfang des Jahres schaut man ja in diese Jahreslosung und da steht, haben wir gelesen, im 1. Mose 16, Vers 13, da sagt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht dich. Gott interessiert sich für dich. Gott sagt zu dir genau das, was er in Jeremia 29, Vers 11 sagt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet, auf das ihr wartet. Gott möchte dir Gutes geben, weil er sich für dich entschieden hat, weil er dich liebt. Und nicht, weil du besonders gut bist. Nicht, weil ich besonders gut bin, liebt Gott mich, sondern weil er gesagt hat, ich liebe dich. Nicht, weil ich besonders toll bin, sondern weil er gesagt hat, ich liebe dich. Ich habe mich für dich entschieden. Das Volk Israel war ein kleines Volk. Aber Gott hat gesagt, ich entscheide mich für dich. Für dieses Volk entscheide ich mich. Ich liebe es. Gott sagt selber, das Volk ist mein Augapfel. Und wer dieses Volk anrührt, der rührt meinen Augapfel an. Und genau das sagt er über dich auch. Du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll, du bist wie so ein Augapfel. Und ich möchte nicht, dass irgendwer meinen Augapfel anrührt. Das ist etwas, ja, was mir weh tut und deswegen würde ich garantiert reagieren. Und das ist das, was Gott auch sagt.
Es soll dich keiner anrühren, es soll dir keiner etwas anhaben, weil ich mich für dich entschieden habe. Ich liebe dich unendlich. Und wenn wir das Stück für Stück für uns immer mehr begreifen, dann können wir auch das leben, was Jesus uns gesagt hat oder was auch wir immer wieder in seinem Wort finden. Unter anderem in Lukas 10, Vers 27, da stehst du, sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Stück für Stück begreifen, dass Gott uns lieb hat, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu lieben. Seine Liebe ist so groß, so wunderbar, so allumfassend. Da können wir doch gar nicht anders, als ihn wirklich mit all dem, was in uns steckt, zu lieben. Ihm das entgegenzubringen, ihm das wiederzugeben. Und dasselbe auch unserem Nächsten, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Menschen, auf die wir treffen, diese Liebe immer wieder ein bisschen mehr wiederzugeben. Sie mit hineinzunehmen in die Liebe, die Gott für uns hat. Ja, das ist das, was ich einfach für mich auch immer wieder neu begreifen möchte. Wie gesagt, dass Gott mich liebt und dass er die Menschen um mich herum liebt und ich möchte ihnen davon einfach weitergeben. Gott hat immer wieder sein Volk abgeholt. Wenn wir durch die Bibel schauen, ist das Volk Israel immer wieder von Gott weggelaufen. Hat immer wieder andere Wege gewählt, immer wieder Wege gewählt ohne Gott. Und doch ist Gott immer wieder hingegangen und hat gesagt, komm wieder zurück und ich hab dich lieb. Komm wieder zu mir, ich hab dich lieb. Ähnliches finden wir in diesen Gleichnissen, die Jesus sagt. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er sagt, hey, ich gehe los, um dich wieder einzusammeln. Wo du vielleicht auf falschen Wegen, auf andere Wege gegangen bist, wo du gesagt hast, ich bin nichts wert, ich kann nichts, da möchte ich dich wieder einsammeln. Ich möchte dich wieder neu zu dir, mir zurückführen. Ich möchte dich wieder abholen. Weil ich hab dich lieb. Ja, das ist das, was mir einfach nochmal wieder ganz wichtig ist, euch das auch mitzugeben. Ich weiß, das habt ihr garantiert auch schon oft gehört. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder neu von Gott sagen lassen. Gott liebt dich. Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst nicht anders werden. Du musst nicht anders sein. Er liebt dich. Lass dich von ihm abholen. Da, wo du bist. Und dazu möchte ich uns einfach wieder neu auch einladen, uns abholen zu lassen von diesem liebenden Gott, von diesem liebenden Vater, der sagt, hey, du sollst mein Kind sein. Ich möchte dich in meine Familie aufnehmen. Ich adoptiere dich. Ich nehme dich auf, ganz neu in meine Familie und du hast alle Rechte einer Kindschaft hast du. Das ist das, was mir heute für uns aufs Herz gelegt worden ist und das, was ich euch einfach weitergeben wollte und ich möchte einfach noch beten mit uns. Ja, Vater, du bist ein wunderbarer Vater, ein liebender Gott, ein Gott, der sich für uns interessiert, der alles für uns gegeben hat, aus Liebe. Vater, lehre du uns immer wieder mehr zu begreifen, dass wir von dir geliebt sind. Dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Dass du uns unendlich lieb hast. Und dass wir immer wieder, auch wenn wir gefallen sind, immer wieder, wenn wir unsere eigenen Wege gewählt haben, doch zu dir zurückkommen dürfen und du uns mit offenen Armen empfängst, weil du uns liebst. Danke dafür.
Amen. Moin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ihr hier auf Info geht und dann ihr zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.